now all have to demonstrate the firm determination to phase out fossil fuels. Diesen Satz hat Scholz heute in seiner Rede gesagt. Und das ist wichtig, denn hier spricht er von einem Fossil Fuel Phase Out. Aber was heißt das eigentlich? Gerade geistern sehr viele Begriffe durch den Raum. Staaten wie die Vereinigten Arabischen Emirate sprechen gerne von einem Emission Phase Out. Was auf den ersten Blick gut klingt, hat aber viele Kritikpunkte. Sie rechnen nämlich damit, dass sie weiterhin emittieren können, solange diese Emissionen durch neue Technologien wieder eingefangen werden. Hinter diesen neuen Technologien verbirgt sich dann oft Carbon Capture and Storage. Das liest man auch oft als CCS. Das geht davon aus, dass man Kohlenstoffdioxid aus der Luft binden kann und langfristig lagern. Tatsächlich können mit dieser Technologie bis 2030 aber nur 1 bis 2% von Emissionen wieder eingefangen werden. Um das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten, bräuchten wir aber einen Rückgang der Emissionen von 50%. Das passt also nicht zusammen. Phase Down ist dann nochmal was anderes. Im Gegensatz zu Phase Out geht es da nämlich nicht um einen kompletten Ausstieg, sondern nur um die Reduktion. Deswegen fordern wir ein Fossil Fuel Phase Out, nämlich den Ausstieg aus allen fossilen Energien und somit auch allen fossilen Emissionen. Nur so haben wir noch eine Chance, das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten. Dafür werden wir weiter laut sein, ob auf der COP in Dubai oder in Deutschland auf der Straße.